So schnell sollten wir das eingestellt haben. War auf Tabulator oder Maustaste 4. Jetzt sollte es auf der Leertaste sein. Oh, Sergei Chang. Gute Arbeit, Leute. Danke, Sir. Jetzt haben wir die Dateien. Was nun? Commodore Sewell wird sie in Empfang nehmen. Ich habe allerdings einen anderen Job. Admiral Cox versicherte mir, dass du mir helfen wirst, Flint. So bin ich. Selbstlos und ohne Furcht. Nebenbei hat er ja uns, seine Wings, die ihn gern aus jedem Schlamassel ziehen. Da bin ich mir sicher. Also, Van der Waals Leute bauen im sogenannten Teufelsdreieck zwischen Florida, Bermuda und Puerto Rico illegal Methanhydrat ab. Wie ihr wisst, ein hochgradiger Energieträger. Bewacht wird diese Aktion, die energiearmen Aquatorien Milliardenschäden einbringt, von der ehemaligen Entropol unter der Führung Christina Lloyds. Unser Werkschutz kann gegen Lloyd nichts ausrichten. Deshalb wende ich mich an euch. Die ehemalige Entrox-Polizei ist uns immer noch zu schlagkräftig. Rein und raus. Du willst Lloyd. Wird schwierig sein, Flint. Dein erster Job ist, finde die Cape 4. Einen Frachter mit starker Bewaffnung. Zerstören. Ihr Commander ist Lloyd. Achtet auf die Hydratfelder. Möglichst keinen Beschuss, wenn ihr in der Nähe seid oder ihr kriegt den Arsch gegrillt. Und sieh dich vor den Scouts und Bombern der alten Entropolgarde vor. Die Cape 4 wird gut bewacht. Wenn ihr fertig seid, kommt hierher zurück. Erzähl mir was über Methanhydrat. Ein verrückter Stoff. Ein Kubikzentimeter des brennenden Eises speichert bis zu 170 Kubikzentimeter stinkenden und energieliefernden Methans. Es kann plötzlich zu Ausgasungen kommen, was die Schwimmeigenschaften der Boote stört. Internationale Konventionen wollen den Abbau nicht in privater Hand lassen, sondern arbeiten an einem aquaweiten Förderprogramm, das die gerechte und kostengünstige Verteilung dieser wertvollen Substanz sichern soll. 10.000 Credits. Holy crap. So, genau. Jetzt wissen wir die Mission. Ich habe einfach einen Verdacht. Nee, okay. Es hätte mich aber auch gerade gewundert. 10.000. Wir haben alles. Nee, warte, Moment. Wir haben nicht alles. Wir müssen uns ein bisschen vorbereiten. Und zwar brauche ich mal das hier. Dankeschön, Equipment. Ich würde sagen, wir lassen dich mal da und nehmen dich mal mit. Warum mache ich das wohl? Wer weiß das? So, nächste Mission. Methanhydrat. Illegalen Abbau stoppen. Leute aufspüren. Oh oh. Ja, Puzzle Face. Methanhydrat ist hochexplosiv. Darauf sollten wir aufpassen. Hey Leute, Scouts der alten Entrox-Garde direkt vor uns. Rock'n'Roll. Leute, seht euch vor. Möglichst nicht in die Hydratablagerungen ballern. Das Zeug kann hochgehen. Da fliegt uns das ganze Feld um die Ohren. Ja, wenn es weiter nichts ist, der ist ja nirgendwo am Hydrat. Du bist direkt hier oben. Tschüss! Herzlich willkommen vor der Flinte! Schluck ein bisschen Tinte! Ich hab doch meinen Bass abgeworfen! Wieso hatte ich Torpedo-Akron noch so lange? What the fuck? Hast du das gerade echt getan? Der schießt auf mich, der neben mir. Sally, die hört gerade keine Sau, Alter. Ist viel zu laut. Tschüss, das war mein Buzzer. Ich buzzer dich voll. Die schießt mit Plasma auf mich. Mami, Hilfe. Bam, bam. Ich gehe zum Navigationspunkt, wenn ich die hier ausgerottet habe. Sally, mein gutes Vibe. Die Entrox-Pullen von früher müssen dran glauben. Auf Wiedersehen. So, jetzt komme ich doch schon. Hitman Big Bang 1. Yeah. Was hat Lloyd mit dem Bomber vor? Commander Flint, ich glaube, ich weiß, was die vorhaben. Sie wollen die Methanhydratlager hochjagen. Wir müssen das unbedingt verhindern. Und zwar schnellstens. Das mit dem Torpedo hätte fast geklappt. Ich bin überrascht. Positiv überrascht. Super cool. So, wir kümmern uns um den Bomber. Deswegen haben wir da einen schönen Torpedo für. Hallo, mein Guter. Ich würde sagen, wie geht es dir denn? Kurs 000. Feuer. Whee! One hit. Oh, du Ärmster. Oh, drei Leichen. Ich glaube, wir kriegen Ärger. Leute, neuer Befehl. Ihr sollt die Cape 4 zerstören, bevor sie das dritte Feld in die Luft jagen.
Was heißt denn dritte Feld? Sie hat ja noch nicht mal eins in die Luft gejagt. So, Bullsharks. Ja, brauchen die Bullies. Hallo? Ich habe gesagt, wir brauchen die Bullies. So, und wir folgen mal dem Zielpunkt. Ja, geil. Hätte ich ja direkt... Hey, Jungs. Was sagt ihr? Wollt ihr auf dem Weg dorthin sterben? Naja, keine Zeit für dich. So, Cape 4. Wer hätte es gedacht? Hallöchen! Nicht so weit runter, das Methanhydrat will ich eigentlich nicht in die Luft jagen. So, die anderen jucken uns nicht, wir gehen mal auf die Cape 4. Die hat nämlich noch ein bisschen Energie, die Alte. Bewegt die sich eigentlich noch? Das sind ja so Script-Events. Ich würde sagen... Warte. Warte. So, geht schneller. So, wir eliminieren gerade mal die zweite. Gehen wir gerade ein bisschen auf den Sack. Sehr gut, meine gute Made. Für Geld tust du alles, nicht wahr? Boah, das war close. Holy shit, habt ihr das gesehen? Oh oh, jetzt bekommen wir ein Problem. Hey Leute, komm mir doch nicht in mein Face, Alter. Halt mal Abstand. Halt Abstand. Abstand halten. Mann, hat die ein geiles Ding. Das ist meine Aussage. Alles klar. Turbinenfälle, warte mal. Sollten die nicht wieder irgendeine bestimmte Strömung regulieren? Oh shit, ich glaube, wir werden eine richtig fette Mission bekommen. Spoiler-Alarm. Ach ja. Oh, da, noch ein Bomber. Was machst du da? Ich hab dich gesehen, Bomber. Da oben ist er. Guck mal, seht ihn. Schaut euch an. Gefährlich. So, ja. Tektonischen Druck werden diese Poren der Sedimente zusammengequetscht und es treten freie Gase, zum Beispiel Methanfall und Wasser aus. Das sind die Cold Vents. Ah, wie bei den Hot Vents vor Galapagos. Jo, so ähnlich. Und auch bei den Cold Vents blüht chemosynthetisches Leben, das keine Photosynthese braucht. Hey, Barkeeper, bring mir noch so ein Acid Assassin an. Der reißt dann die Schluckrohre bis zum Hintern auf. Verstehst du, was ich meine? Der war einfach komplett dicht. Aber ich mag das. Das ist einfach. Diese ganzen Synchronstimmen sind einfach so genial. Das liebe ich an diesem Spiel. Wie gesagt, das war einer der größten Kritikpunkte. Für mich ist es einfach einer der geilsten Punkte. Guter Job, Flint. Leider konnte Lloyd entkommen. Wir haben ein Killer-Date. Sie oder ich? Weißt du, wo sie ist? Und ob. Sie treibt sich in den Turbinenfeldern rum und richtet verdammt viel Schaden an. Sobald sie drei Turbinen zerstört hat, bekommen wir hier Probleme. Arbeitende Turbinen dämmen die Strömung ein. Fallen zu viele aus, wird die Strömung gefährlich. Und es sind schon genügend andere wegen Wartungsarbeiten ausgefallen. Außerdem befürchte ich, dass es zu Auseinandersetzungen zwischen der neuen und der alten Entropol kommen wird. Um ehrlich zu sein, ich habe die Sache nicht im Griff. Das schwelt schon lange. Meine Leute wollen Van der Waals alte Riege in den Allerwertesten treten. Und umgekehrt genauso. Wir haben eine Krise. Nicht mehr lange.
Ich bin bereit. Aha, das ist ja interessant. Oh my boy, das ist ja ein Rendezvous, das es in sich hat. Okay, folgendes, wir switchen mal das Schiffchen, das hat nämlich einen bestimmten Grund. Ja, ihr könnt euch ja denken, ich weiß ja ein bisschen was über das Spiel, ne? Wir bereiten uns mal vor. Dann werden wir noch holen 3 Big Bangies. Ansonsten würde ich fast sagen, Tiger Sharks haben wir 3, das passt also so gesehen. Buzzer haben wir 5, können wir so nur aufnehmen. Ja, ansonsten haben wir alles. Gut, Equipment, Waffe, Torpedos, 1, 2, 3 und dann 2 Tiger. Ich hoffe, dass die Tiger uns den Arsch retten werden. Dann haben wir das hier und das hier, Exit. Ja, und dann haben wir eigentlich jetzt einer der echt wirklich größten und heftigsten Missionen bisher im Spiel, die, an der ich echt damals verzweifelt habe. Weil wir ja das Rendezvous mit Leuten haben. Ihr habt ja gerade gesehen, wie die schon auf uns losgebrettert ist, die Alte mit dem Schiff. Die hatte einfach nur einen Red-Up, wie die sich da rumtänzt und bewegt. Und deswegen haben wir auf das schnellere Schiff gewechselt. Ja, ein mobileres Schiff. Denn, wichtig, Strömung nimmt mit Anzahl der zerstörten Turbinen zu. Ja, also müssen wir uns gut bewegen können und das können wir nur mit einem guten Schiff. Nächste Mission, Golfstrom. Van der Waals Schiffe zerstören Turbinen. Zerstören. Turbinen schützen. So rum war es. So, das nehmen wir noch mit rein. Wir machen wieder eine 18-19 Minuten Folge, je nachdem, wie lange das Battle hier geht. Let's go! Nur zu deiner Erinnerung. Wir befinden uns hier am Rande des Golfstroms. Stell dir den als eine gigantische Wasserpumpe vor. Diese Pumpe versorgte Europa in früheren Tagen mit einem konstant milden Klima. Aber sie stoppte, als der Treibhauseffekt das Eis von Grönland schmelzen ließ und als die Nordhalbkugel durch eine gewaltige Explosion in der Atmosphäre enorm erhitzt wurde. Irgendwann im 22. Jahrhundert. Aber jetzt startet sie wieder voll durch und wird stärker und stärker. Einige Wissenschaftler sehen das als Zeichen, dass die Natur sich langsam wieder erholt. Introx sieht das natürlich anders. Für sie ist der Golfstrom vor allem eine Lizenz zum Gelddrucken. Eine riskante Sache. Wo wir hinfahren, herrscht eine derartig starke Strömung, dass Betonkonstruktionen umknicken wie Seegras in einem Tsunami. Geologische Stromschnellen sozusagen. Interessant. Deshalb hat Entrox dort so viele Turbinen hingestellt, dass zumindest in Bodennähe die Strömung gedämpft wird. Die Turbinen schützen sich also gegenseitig. Jede Turbine, die vernichtet wird, erhöht aber wieder die Kraft der Tiefenströmung, Flint Baby. Und irgendwann gibt's da unten eine Katastrophe. Und genau das ist Leuts teuflischer Plan. Ups, Volltreffer. Da hinten, komm mal. Wo holt der denn hin? LOL! Alles klar? Ich würde sagen, da hat gerade jemanden weggeballert. Hey Jungs, was geht? Lass mich mal mitmachen. Na? Irgendeiner von euch hat doch gerade ein Torpedo abbekommen, oder? Da war mir doch so. Warst du das vielleicht? Nee, du hast doch Full Life. Komm mal her, lass die Turbine doch mal in Ruhe. Weißt du nicht, wie wichtig die ist? Immer ganz schlimm mit den Boys hier. Turbine, 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 Turbine. Morgen kommst du zur netten Biene. So, nächster Punkt. Eins, zwei. Alles klar, wir waren einfach mitten in der Turbine. So, 1, 2, 3 und was haben wir dabei? Die Big Bang. Big Mama ist im Haus. Big Mama ist am Haus. So, unten, Navi, seht ihr alles blau? Blau, 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 blau. Blaue Turbinen, weil sie sind freundlich. Aber wir können da leider nicht durch. Wo ist denn jetzt da? Da ist doch irgendwo hier hinten. Okay. Keine Ahnung. Ah, du warst das. Kollege, was sagst du denn so? Bock auf eine Big Bang? Komm mal her. Schluck mal.
Hab gehört, die soll gut schmecken. Kann ich mal... warte, ist das gerade ein Bug, dass der gerade keinen Schaden durch meine Big Bang bekommen hat? Der hat meine Big Bang mit seinem Geschützturm abgewehrt. What, lol? Nein, kannst behalten. Na gut, dass wir die Hitman noch haben. Die regelt das auch. Ich bin aber echt positiv überrascht. Tschüss. New. Der hat gesessen. Na, hat er echt abgewehrt, Alter. Weil die haben ja Geschütztürme, die fetten Bomber. RIP. Kollege, hast du das gerade wirklich getan? War's das schon, Flint Baby? Oh oh. Scheiße! Lol, ich hab sie getroffen, Alter! Bitch, please! Get wrecked! Verpiss dich! Geh aus meiner Visage, du Bitch! Leute, ich mach dich kalt, den Torpedo! Der hat dir nicht geschmeckt, Alter! Ich bin der Skiller! Tschüss! Okay, warte! Boah! Nimm das! Oh, das wäre so schön gewesen, wenn ich den getroffen hätte, ne? Oh, ich hab keine Torpedos mehr. Okay, egal, regeln wir so. Ja. Wie, Harper? Was geht ab? Tschüss! Welches Ziel? Es gibt kein Ziel mehr. Oh oh. 10 Sekunden. 10 Sekunden oder wir sind Turbinenfutter. 7, 6, 5, 4. Ich kann nicht mehr steuern. Steuerung, Dipol, in die Turbine, in die Turbine. Ja. Easy. Nee, Spaß. War close. Aber es wäre auch nichts passiert. Nur mal so zur Anmerkung, ne? So.